Ja, das war sie auch schon. Unsere dritte Women in Tech Night. Tatsächlich. Danke. Tatsächlich größer denn je und mit ganz, ganz vielen ersten Malen, mit vielen Dingen, die jetzt heute zum ersten Mal passiert sind. Nicht nur, dass wir zum ersten Mal Sponsoren hatten, wo wir uns wirklich nochmal von Herzen bedanken, sondern dass wir auch zum ersten Mal ein Gewinnspiel hatten. Wir hatten zum ersten Mal die Veranstaltung tatsächlich jetzt so groß aufgezogen wie heute und wir hatten auch, nicht zum ersten Mal, aber wir hatten ganz, ganz wundervolle GästInnen heute hier zu Gast und wir hoffen, ihr geht sehr motiviert, beflügelt und happy jetzt hier aus dieser Veranstaltung nach Hause. Uns war es auf jeden Fall eine große Ehre, euch heute hier wieder durch den Abend begleiten zu dürfen, euch den Abend moderieren zu dürfen. Und wir haben zwar am Anfang gesagt, aller guten Dinge sind drei, aber es ist natürlich nicht unsere letzte Women in Tech Night. Genau, wir hier als Moderatorin können ja auch immer nur die Mainstage mitverfolgen, was eigentlich schade ist, weil wir moderieren diese ganzen tollen Talks an und können sie uns dann selbst nicht ansehen. Aber wir zeichnen oder haben alle Räume außer einen oben im zweiten OG, den ganz hinten, aufgezeichnet. Und die Aufnahmen werden auch in den nächsten Tagen dann auf YouTube veröffentlicht. Das heißt, auch wenn ihr euch heute nicht so ganz entscheiden konntet und vielleicht noch andere Talks gerne im Nachgang anschauen wollt, dann könnt ihr das tun. Das gilt natürlich auch für alle unsere Besucher im Stream da draußen. Also die Talks werden zeitnah veröffentlicht. Und Franzi hat es eben schon gesagt, aber auch nochmal von mir ein ganz großes Dankeschön an unsere diesjährigen Sponsoren. Ohne euch wäre das Event in dem Rahmen nicht möglich gewesen. Und die wollen wir jetzt natürlich auch nochmal namentlich nennen. Also danke an Antrena Objects, S-Square, K15T, Kegon und Schufa. Und bitte nochmal einen Applaus. Genau, auf meiner nächsten Moderationskarte steht noch, falls Sponsoring für euch auch interessant klingt, dann werden wir eben im nächsten Jahr bestimmt wieder nach Unterstützung suchen. Und falls ihr da euch eben schon mal als Interessenten anmelden wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schicken an womenintech@seibert.group oder euch auf anderen Kanälen schon mal vorab bei uns melden. Ganz genau. Jetzt kommt noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Dank und zwar an die ganze Crew, die das Event hier auf die Beine gestellt haben und... Ich nenne die jetzt alle nochmal, also ihr könnt mit dem Applaus dann warten, bis wir fertig sind. Das ist einmal das Orga-Kernteam, bestehend aus Kerstin, Anso, Julia und mir und alle fleißigen KollegInnen, die uns im Vorfeld unterstützt haben. Das Technikteam, unsere Videoengel, Foto- und Videocrew, Lara und Patrick, die hier heute viel rumgeschwommen sind, fleißig Bilder und Videos gemacht haben. Team Foodie mit dem phänomenal guten Essen, Thorsten, Dennis, Denise, vielen Dank an euch. Und an alle weiteren HelferInnen und alle, die hier noch vor Ort heute geholfen haben und beim Event unterstützt haben. Vielen, vielen Dank für euch, an euch. Ohne euch wäre das hier auch so heute nicht möglich gewesen. So, jetzt sollten hier nochmal Slides auftauchen, hoffentlich. Ja, denn wir wollen natürlich auch den Moment nutzen, um noch ein bisschen Werbung zu machen für Events, die dann ab Juni folgen, denn bei uns geht es quasi dann direkt weiter und zwar findet am 6. Juni das 10x-Event statt, ein Event für Startups und Scale-Ups, zu dem ihr herzlich eingeladen seid. Dann im Juli haben wir den Tools for Agile Teams at Scale Automotive Day. Auch da könnt ihr den QR-Code zum Beispiel scannen oder euch im Nachgang nochmal informieren. Das findet auch immer alles hier in unseren Räumlichkeiten statt. Und ja, dazu seid ihr herzlich eingeladen. Außerdem gibt es dann noch vom 20. bis zum 22. November, also noch ein bisschen weiter weg, aber ein nochmal größeres Event, und zwar unsere Tools for Agile Teams Konferenz, dann auch über mehrere Tage. Genau, und Infos findet ihr auf den entsprechenden Eventseiten. Und wir freuen uns natürlich, da auch vielleicht einige bekannte Gesichter zu sehen. Zum Abschluss wollen wir dann gleich noch alle SpeakerInnen, die noch da sind, gerne nochmal auf die Bühne bitten für ein Gruppenbild. So all speakers that are still here, please come to the stage after our moderation ends for little group picture.
Genau, und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und Updates zur nächsten Ausgabe erfahren möchtet, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen und wir werden euch natürlich auch nach dem Event nochmal informieren für alle, die angemeldet waren. Und gebt uns natürlich auch gerne Feedback zum heutigen Abend. Da habt ihr dann auch noch die Chance, die schönen Socken zu gewinnen. Die QR-Codes hängen hier überall noch rum und wir werden den auch hier gleich nochmal einblenden. Also wer das bisher noch nicht gemacht hat, kann das gerne noch nachholen. Und ja, ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns nächstes Jahr wieder beehrt und hier Gäste seid. Und wir freuen uns auf die nächste Women in Tech Night mit euch. Macht's gut!